Also bei diesem Kommentar in den Tagesthemen musste ich wirklich erstmal alles faktchecken, ob das auch tatsächlich von den Tagesthemen kommt oder ob das in irgendeiner Art und Weise eins von diesen neuen Deepfake-Videos ist oder so. Aber nein, tatsächlich gab es jetzt hier einen Beitrag in den Tagesthemen als Meinung gekennzeichnet. Ja, das ist ja nicht immer unbedingt dort so einfach auseinanderzuhalten, der sachlich und logisch nachvollziehbar ist, ja, ob ihr es glaubt oder nicht, ding, 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 ja, schauen wir uns ihn ganz kurz mal an und vor allem dann auch die sehr denkwürdige Reaktion einer Kollegin von Julia Rus aus dem ZDF, die hier gleich so ein bisschen maßregeln will, weil es sich ja wohl nicht so gehört, auf diese Art und Weise logisch argumentieren zu können. Aber hören wir es uns ganz einfach erstmal an. Na immerhin, die Ampelregierung ringt sich durch zu mehr Vernunft. Sie will abgelehnte Asylbewerber jetzt konsequenter abschieben. Respekt. Allein diese Schlagzeile dürfte beim Wählerklientel der Grünen und Offenherzigen Schnappatmung auslösen. Eine besonders lachhafte Regelung soll jetzt auch Geschichte sein. Da wundert's mich, dass hier erstmal nicht noch eine fette Triggerwarnung irgendwie vorne rangeschickt wurde. Bisher ist es nämlich so, wenn die Behörden zur Abschiebung anrücken, der Ausreisepflichtige sich aber in seiner Asylunterkunft im Zimmer eines Mitbewohners verschanzt, dann stehen die Beamten machtlos und frustriert vor dessen Tür. Rein dürfen sie nämlich nicht. In Zukunft dann schon, zumindest öfter. Es ist ein Detail, das da geändert wird. Genauso wie viele andere Dinge. Alles Details. Denn klar ist, auch wenn es zukünftig mehr Abschiebungen gibt, mehr als die 12.000 Abschiebungen, die es bisher in diesem Jahr in Deutschland gab, illegal eingereist, viele ohne Chance auf Asyl, sind in dieser Zeit fast 8-mal so viele. Die Bundesregierung kann also noch so fleißig abschieben. Es kommen viel mehr nach und bleiben als gehen. Wichtig wäre, Migranten ohne Bleibechance kommen gar nicht erst über die Grenze. Auch um denen, die schon da sind, die Gewissheit zurückzugeben, diesem Staat sind seine Grenzen nicht egal. Wir müssen beim Thema Migration zukünftig nationaler denken. Das tun andere Länder schließlich auch. Und wer mit diesem Ausdruck ein Problem hat, der kann sich gerne mal unsere Klimapolitik anschauen. Hier verweist Deutschland ja auch nicht ständig auf die europäische Ebene, weil man als Nationalstaat angeblich machtlos sei, sondern tut sehr viel im Alleingang. Warum nicht auch bei der Migration? Das ist nichts Unmenschliches, sondern langfristig das Klügste. Es bewahrt den sozialen Frieden und hält Rechtspopulisten klein. Ja, also da kann man doch erstmal inhaltlich nicht viel zu sagen. Gut, ich meine, ich finde es schon denkwürdig, dass es diese aktuelle Krise geben muss, bevor die meisten Leute in Deutschland scheinbar jetzt langsam mal kapieren, was da in den letzten Jahren passiert ist. Ich meine, viele, die sonst eins und eins zusammenzählen können, die wussten das schon lange und haben auch schon lange davor gewarnt, wie es auch jedem normal denkenden Menschen schon lange auch bewusst war. Aber gut, besser später Einsicht als gar nicht. Und an diesem Moment, ja, dass das dieses Jahr passiert, hätte ich auch nicht gedacht. Kling, 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 Glückwunsch an die Öffentlich-Rechtlichen, dass man so einen Meinungsbeitrag dort auch mal sehen kann. Ja, also Gratulation. Spannend finde ich hier gleich die Einordnung dieses Meinungsbeitrags der Nicole Diekmann vom ZDF, die dazu jetzt Folgendes auf X schreibt, nämlich man kann den Tagesthemenkommentar der jungen Kollegin inhaltlich kritisieren, zum Beispiel, dass sie auf Pseudomaßnahmen reinfällt. Und die einer ÖRR-Journalistin nicht gutstehende billige Provokation. Und ja, die Stimme ist noch nicht ausgebildet. Sie herabzuwürdigen ist aber unanständig. Wie bitte? Also nach dem Motto, wie kann ich einen Beitrag, der vor der Herabwürdigung warnt, noch herabwürdigender formulieren als so bitte? Ja, gehen wir noch mal Stück für Stück durch. Inhaltlich kritisieren, dass sie auf Pseudomaßnahmen reinfällt. Was ist denn bitte eine Pseudomaßnahme, wenn man konsequent deutsches Recht umsetzt? Wenn man zum Beispiel auch mal den massiven, also die massive Ausnutzung des Asylrechts einfach mal eben beendet,
was natürlich tagtäglich in Deutschland passiert. Ich meine, wir haben es ja neulich gesehen, als man jetzt mal angefangen hat, stationäre Grenzkontrollen und so weiter einzurichten. Und auf einmal, da wurde ja sogar ein Transporter gefunden mit Dutzenden von Pässen, die dann eben schnell mal zerstört worden sind, wo die dann einfach gesagt haben, ja, sorry, wir haben keine Pässe und so weiter, ja. Was ist daran bitte eine Pseudomaßnahme, wenn man das, was alle anderen Länder der Welt irgendwie umsetzen, wir irgendwie jetzt auch umsetzen? Was ist daran Pseudo? Das ist ja überhaupt gar keine inhaltliche Kritik, die hier gemacht wird, ja. Der nächste Punkt ist natürlich das mit dem, ja, es steht halt nicht einem ÖRR-Journalisten, wenn man billig provoziert. Nun ja, liebe Frau Diekmann, da muss ich an dieser Stelle sagen, das können Sie aber bitte an alle ÖRR-Journalisten auch durchgeben. Ganz vorne voran natürlich die Heute-Show hier, die natürlich sich immer unter dem Deckmantel der Satire und so in extremer Art und Weise gegen alles provoziert, was in der Regel nicht grün oder links ist. Ebenso wie ein Jan Böhmermann und alles und so weiter. Und dann kann man kann nicht immer sagen so, nein, das ist jetzt Satire, immer dann, wenn man dann irgendwie mal ein bisschen Backlash bekommt und eben mal ein bisschen auf Gegenwehr stößt und auf der anderen Seite dann aber so immer einen auf sehr neutral und so weiter machen. Das ist ja wirklich also ein Witz. Und dann jetzt frage ich mich, was hat denn jetzt Ihre Stimme damit zu tun, ne? Die Stimme ist noch nicht ausgebildet. Ja, was, wie herabwürdigend ist das denn? Nur weil es jetzt eine andere Stimme ist, die anders klingt, oder was? Wollen wir uns jetzt auf solche Dinge irgendwie herablassen, dass man über sowas redet, ja? Also, ich finde, dieser Kommentar selbst ist doch herabwürdigend, ne? Und wenn sie jetzt noch schreibt, das ist nicht herablassend gemeint, eine der unterschätztesten Hürden beim Fernsehen ist die Vertonung. Viele von uns, auch ich, brauchten Sprechausbildung. Ja, 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 so richtig unausgebildete junge Leute, die da im ARD ankommen, die müssen erstmal eine ordentliche Sprechausbildung bekommen. Wahrscheinlich nicht nur über die sozusagen Stimme selbst, sondern auch über, wie man was zu sagen hat in einem Meinungsbeitrag. Ja, 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 gut, wir haben schon auch Leute gesehen von den Öffentlich-Rechtlichen, die öffentlich dazu aufgerufen haben auf X, dass man den ganzen Sonneberg-Landkreis boykottiert und nicht mehr dort einkaufen gehen soll und alle möglichen Dinge. Aber klar, ja, erstmal eine Sprechausbildung dort genießen. Ne? Nicht damit es schöner wird, sondern damit es sendbar ist. Verstehe, es war also eigentlich nicht sendbar. Danke für diesen Hinweis, Frau Diekmann, die übrigens sehr häufig hier auch bei ihren ganzen Kommentaren und so nicht so wirklich Gegenstimmen zulassen will und deswegen halt die Kommentare immer stumm schaltet. Auch interessant fand ich jetzt ihren Beitrag hier bei den Kollegen vom ÖRR-Blog, wo sie jetzt hier schreibt, lieber ÖRR-Blog Jonas Müller, schon mal darüber nachgedacht, dass sie ihrem eigenen Projekt womöglich nicht gewachsen sind, wenn sie zu feige sind, mich zu markieren bzw. zu retweeten. Sind sie so ein Angsthase, dass es nur per Screenshot geht? Armer Hase, ja. Also hier merkt man ja auch wieder so, ein sehr hoher Willen, sich inhaltlich damit auseinanderzusetzen. Und dann hat sie jetzt aber hier den ÖRR-Blog danach blockiert. Also man sieht, ihr geht es jetzt wirklich um eine Auseinandersetzung, ja. Aber am Ende des Tages, ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir dieses Wochenende jetzt mal einleiten mit einem Lob an die ARD. Ja, habt ihr toll gemacht. Ihr habt auch mal eine andere ganz klare Minderheitenmeinung bei den Öffentlich-Rechtlichen zugelassen. In diesem Sinne, da sage ich jetzt auch gar nichts anderes mehr, ohne irgendwie Relativierung, ohne irgendwas anderes. Kompliment.